Da wurde ich ins Büro vom Chef gebeten. Und als der dann anfing, mich zu fragen, wie bist du mit dir selbst zufrieden? Und das war schon, was habe ich getan? Warum sollen wir da nicht helfen? Die alten Hasen wurden wir genannt. Und dann mit Azubis arbeiten. Das sind Azubis, die sind jetzt so zweites, drittes Lehrjahr. Das sind also keine Jungspunde mehr. Die wissen also schon, wo man am Auto schraubt. Ich bin ja gut ausgebildet worden und es macht mir ja Spaß. Wenn einem was Spaß macht, dann kriegt man das auch hin. Irgendwie schafft man das immer, ans Ziel zu kommen. Und dann hat er angefangen, mir das von dem Projekt zu erzählen. Oh, das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Als zwei Mitarbeiter bei mir im Büro standen vor einigen Wochen und sagten, wir haben eine ganz tolle Idee, wir wollen so einen T5 zerlegen in alle Einzelteile, da habe ich gesagt, das ist ja eine richtige Hausnummer. In diesem Projekt geht es ja darum, dass 5 Azubis aus dem Handwerk ein T5 komplett in alle Einzelteile zerlegen und nachher diese Teile auf einer großen Fläche auslegen wollen und davon ein großes Foto machen wollen, hochauflösen, wo man in jedes Teil reinzoomen kann, sodass sich der Zuschauer jedes Teil genau anschauen kann, um einfach mal zu sehen, was alles in so einem Nutzfahrzeug drinsteckt. Das ist nämlich eine ganze Menge. Eine Zahl ist, also es ist auf jeden Fall verdammt viel. Könnte man vielleicht zählen beim Zerlegen, aber... Also der Wagen besteht aus vielen Teilen, das weiß ich. 2.000, 3.000. Wenn das überhaupt reicht. 50.000. Um die 1.500. So an die 12.000. 1.926. Der Handgriff ist an der Stelle wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Und da wollen wir unsere Erfahrung, die wir über das ganze Berufsleben gemacht haben, bei den Jungs so ein bisschen einbringen. Einsatz? Das ist das, was ich wirklich von ihr erwarte, Motivation. Und ich denke mal, dann sollte der Rest einfach ein Selbstläufer werden. Du lernst es nur, wenn du es machst. Und das ist eine Riesengrundlage für die Arbeit an sich und auch für die Zukunft. Also ich erwarte natürlich auch hier, dass wir jetzt nicht einfach loslegen und alles auseinanderreißen und grundsätzlich alles in der Ecke schmeißen, sondern da möchte ich schon, dass sie ihre Arbeit so planen, wie wenn es nachher in der Prüfung vorkommen würde. Wenn man Autos repariert, dann macht man seinen Reparaturleitfaden und wechselt da ein paar Schrauben, ein Bauteil. Aber jetzt, wo man anfängt und aufhört, das ist dann halt schon was anderes. Wir sind hier, um Erfahrung zu sammeln im Bereich Nutzfahrzeuge. Erstmal generell, das ist eine deutsche Marke, German Engineering. Ich habe damals bei VW auch mit jungen Leuten gerne gearbeitet. Und ich bin der Meinung, die jungen Leute müssen nur richtig angefasst werden. Dass natürlich jeder dem anderen auch hilft und nicht jeder nur seinen Tellerrand da beackert. Also von daher ist natürlich das Thema Team immer ein ganz großes Thema, so wie in der Werkstatt eben auch. Denn man kann nicht immer alles alleine machen. Das geht gar nicht. Man braucht Unterstützung oder Hilfe. Jeder kennt ja eine Sache ein bisschen besser, wenn jetzt ein anderer sich vielleicht besser schon mit Motoren auskennt. Ich glaube, das ergänzt sich dann eher mehr im Team. Wir waren ja in Gruppen eingeteilt, jeder hatte seinen Bereich. Die eine Gruppe hat den Motor zerlegt, die andere Gruppe das Getriebe. Und wenn jetzt Fragen waren, haben wir natürlich uns gegenseitig auch gefragt. Ja, unsere alten Hasen, die konnten uns einige Tricks verraten. Das war echt hilfreich, man konnte von denen einiges lernen. Die sind noch genauso drauf wie wir, das ist total abgefahren gewesen. Sie haben halt viel, viel mehr Erfahrung und konnten uns halt sehr, sehr viel erzählen. Ich war ja mit Kalle zusammen, der hat da auch den Aha-Effekt ein paar Mal gehabt. Die Jungs heute sind auch selbstbewusster geworden. Also er konnte auch etwas mitnehmen. Die sind schlauer als wir damals, das muss ich wirklich sagen. Das macht es vielleicht so ein bisschen bildlich, was da alles so drin steckt, um so ein super Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Man kennt die nur so inkomplett oder halt aus der Werkstatt, dann ist da mal der Motor raus oder mal die Elektrik raus, Innenraum. Aber so ist ein beeindruckendes Bild. Ich bin mit den Azubis sehr, sehr zufrieden. Die haben einen super Job gemacht. Wenn man denen die Literatur zur Verfügung stellt, so wie wir es beim Zerlegen ja auch gemacht haben, die sich wirklich daran halten, dann traue ich denen wirklich zu, dieses Fahrzeug wieder zum Laufen zu bringen. Wo wir alle drauf schauen müssen, dass wir morgen noch gute, qualifizierte Leute in unseren Autohäusern haben, die auch den Job gerne machen und gerade im Service auch gerne arbeiten und unser ganzes Geschäft, sage ich mal, zum Erfolg verhelfen. Das sehe ich als ganz, ganz großen Vorteil auch bei diesem Projekt.